Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Webinar Normungsroadmap geballtes Wissen in einem Dokument teilzunehmen. Es ist das zweite Webinar einer ganzen Reihe. Weitere zu Themen wie Förderanträgen folgen zum Beispiel gleich im Anschluss um 10.30 Uhr und weitere Informationen zu den anderen Webinaren finden Sie auf der DKE-Homepage. Im heutigen Seminar zu Roadmaps wird es darum gehen, wie so eine Roadmap entsteht, wofür man sie braucht. Das Webinar wird circa eine halbe Stunde dauern bis 45 Minuten. Genau. Zu diesem Thema begrüße ich unseren heutigen Referenten Andreas Hahner. Er ist Experte bei der DKE für das heutige Thema. Er ist seit 2011 bei der DKE und als Projektmanager tätig und leitet auch das Kompetenzzentrum IT-Sicherheit bei der DKE. Dort ist er natürlich unter anderem auch für unser heutiges Thema verantwortlich. Er hat selber an der Roadmap IT-Sicherheit mitgeschrieben. Und darüber hinaus ist er noch in verschiedensten anderen Projekten tätig, wie zum Beispiel Förderprojekten zum Thema IT-Sicherheit. Genau, oder er leistet auch Gremienarbeit bei der DKE. Wir freuen uns natürlich sehr, Herrn Hahner als Experten für unser heutiges Webinar gewonnen zu haben. Dann noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Sophia Hart und ich werde heute Ihr Moderator sein. Ich bin selbst Mitarbeiterin bei der DKE und dort auch für das Thema IT-Sicherheit, speziell in einem Förderprojekt für vernetzte IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen zuständig. In meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. Und bevor Herr Hahner mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während des Webinars stumm geschaltet. Einfach vor dem Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das haben einige ja auch schon gemacht über die Fragen- und Antworten-Funktion. Hier können Sie Fragen direkt an uns richten. Wir werden diese Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese Stellen beantworten, das heißt, ich gebe die Frage direkt an Herrn Hahner weiter, oder wir heben Ihre Fragen bis zum Schluss des Vortrags auf und beantworten diese dann gebündelt. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Art der Frage ab und ich werde das dann intuitiv entscheiden, wie und wann das passt. Aber in jedem Fall werden alle Fragen beantwortet. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie Ihnen das Ganze gefallen hat. Dazu wird dann automatisch, wenn Sie die Sitzung hier schließen, eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie natürlich bitten, teilzunehmen, damit wir Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten können. Und Sie sind natürlich auch sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. In dem Fall komme ich auch gleich auf eine Frage zurück, die gestellt wurde, wann man mit der Aufzeichnung der bereits gehaltenen Webinare rechnen kann. Das weiß ich jetzt akut noch nicht, aber ich werde nochmal nachfragen, wann das denn soweit ist und Sie werden da in jedem Fall auch darüber informiert. Sollten Sie also Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, dann können Sie das in der Aufzeichnung nochmal machen. So, bevor ich jetzt an unseren Experten übergebe, ich habe jetzt zunächst alles gesagt, was ich sagen wollte und deswegen übergebe ich jetzt an Herrn Hahner und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar zum Thema Roadmap. Ja, eine Roadmap, wir sehen hier schon mal auf der ersten Folie, was ist das überhaupt? Es ist ja in erster Näherung mal kein deutsches Wort und deswegen bin ich mal ganz unverblümt an die Sache herangegangen und habe mir mal mich mal schlau gemacht, was heißt denn eigentlich Roadmap übersetzt? Roadmap steht im Englischlexikon als Straßenkarte, als Autokarte, als Fahrplan. Diese Übersetzung gibt uns schon mal ein erstes Gefühl dafür, worum es sich bei so einem Roadmap-Papier im Allgemeinen denn handeln könnte.
Das Papier ist auch ein relativ, oder der Begriff ist ein relativ neuer Begriff, was die deutsche Sprache angeht. Der Duden hat das Thema erst seit 2004 in seinem Werk aufgenommen und definiert es dort als Plan für die zukünftige Entwicklung von Technologien und Produkten. Und wenn man sich diese Definition genau anschaut, da geht es um Technologien und Produkte, dann ist man auch relativ schnell bei der Erklärung, warum wir bei der DKE und auch das DIN, also die Normungsinstitute, sich Gedanken machen müssen um das Thema Normungsroadmap. Denn Technologien und Produkte werden eben durch Normen, durch Standards beschrieben. Sie alle wissen, warum das so wichtig ist. Und es ist eben auch wichtig, dass man in bestimmten Bereichen, dazu komme ich auch noch später, sich Gedanken darüber macht, wie man ein Thema entwickeln möchte, entwickeln muss. Und das eben kann man in einer Roadmap tun. Ja, allgemeines zu einer Roadmap auch noch ein bisschen detaillierter. Eine Roadmap ist gleichzusetzen als ein Synonym für eine Strategie oder einen Projektplan. Es ist mit Sicherheit nicht so detailliert wie ein Projektplan, den Sie alle, sofern Sie im Projektmanagement tätig sind, kennen. Aber es ist ein erster Weg dorthin, um sich entsprechende Zwischenschritte und Folgeschritte zu überlegen. Weiterhin dient eine Roadmap auch als Kommunikationsmedium. Das ist ein gedrucktes Werk im Sinne, dass man einem Partner geben kann, dass man überreichen kann, dass der liest und sich erstmal einen Einblick oder einen Überblick über die Thematik verschaffen kann. Eine Roadmap stellt eine Übersicht dar, wie sich eine Sache ganz allgemein, beispielsweise eben ein Produkt, eine Technologie, über einen gewissen strategischen Zeitraum entwickeln kann, könnte oder wird. Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie umfangreich die Experten sind, die an so einem Werk arbeiten, oder wie letztendlich sich die Zukunft dann auch gestalten wird. Das ist ja nicht immer ganz so einfach vorherzusehen. Gut, eine Roadmap wird in verschiedensten Bereichen der Forschung und Entwicklung geschrieben, gemacht. Es gibt nicht nur Normungsroadmaps, wie hier zum Schluss genannt, es gibt auch ganze Produktroadmaps, Technologieroadmaps, Forschungsroadmaps, auch Branchenroadmaps, die entsprechend ihrer Bezeichnung dann für verschiedene Bereiche eben diese Zukunftsvisionen definieren oder festhalten möchte. Eine Kennzeichen für eine Roadmap im Allgemeinen ist, dass eine Planung von einem Zeitraum über betrachtet wird, der größer als ein Jahr ist. Das heißt, es macht keinen Sinn, so eine Roadmap irgendwie jeden Monat neu herauszugeben. Dann denke ich, würde so ein Papier seine Berechtigung über Zukunftsaussagen und so verlieren. Alles in allem dient eine Roadmap dazu, eben langfristige Projekte, eben wie das der Projektmanager auch kennt, in einzelne, kleinere und leichter zu bewältigende Schritte zu unterteilen und natürlich dann eben auch unter Berücksichtigung von Unsicherheit und vielleicht verschiedenen alternativen Szenarien, um entsprechende Ziele zu erreichen. Jetzt könnte man sich aus Sicht der Normung die Frage stellen, warum macht denn die DKE oder das DIN, warum macht ihr überhaupt Roadmaps? Ihr seid doch Normungsinstitute, schreibt doch einfach eine Norm runter und dann ist das Thema letztendlich doch gegessen. Das ist für die Bilder, die wir jetzt auf der nächsten Folie sehen, sicherlich richtig. Wenn wir uns eine Schokosteckdose betrachten, das ist kein komplexes System, das ist relativ einfach zu beschreiben. Hier die Normen sind Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte alt, um hier eine sichere Entnahme des Stroms aus so einer Steckdose zu gewährleisten. Wir wissen aber alle, dass so eine Steckdose heute immer mehr beispielsweise dazu sich wandelt im Bereich Elektromobilität als ein intelligentes System, wo Kommunikationsflüsse entstehen. Selbst im Haus haben wir das Thema, dass wir eben nicht mehr nur der Strom Kunde sind, der Strom aus dieser Steckdose zieht. Nein, wir sind im Sinne vom Smart Grid, sogenannte Prosumer. Wir erzeugen auch Strom und all diese komplexen Zusammenhänge führen dazu, dass man eben nicht mehr ein Normungsgremium, einige wenige Experten beauftragen kann, um solche Dinge normativ zu beschreiben, sondern dass die Dinge verschwimmen und komplex werden. Es soll so ein bisschen auch durch diesen Hammer, den wir am unteren rechten Bildschirmrand sehen, verdeutlicht sein. Der Hammer ist sicherlich ein einfaches Medium,
mal als Bild für eine Maschine, die in einem Maschinenraum steht, die für sich alleine ist relativ gut beschreibbar, genormt. Aber was passiert, wenn wir im Zeichen von Industrie 4.0 solche Systeme immer mehr vernetzen? Hier bildlich durch diese Ethernet-Schnittstelle dargestellt. Was passiert dann? Dann müssen wir uns Gedanken machen, übergreifend Gedanken machen, wie wir mit diesem komplexen System dann in der Praxis umgehen wollen und bei uns im Speziellen, wie wir dort in der Normung damit umgehen wollen. Ja, in der Regel sieht so ein komplexes System, wenn man startet, irgendwie so aus. Ich habe jetzt mal hier die Überschrift gewählt, vom kreativen Prozess zur Roadmap. Man startet irgendwo mit einer Idee und hofft dann auf irgendwelchen Wegen, Umwegen, vielleicht auch Kreisen oder Kreisverkehren dann zu irgendeinem Ziel zu kommen. Ich denke, das ist nicht der Weg, den wir einschlagen sollten und es ist auch nicht der Weg, den wir in einer Roadmap adressieren möchten. Sondern unser Interesse ist vielmehr dahingehend, dass wir sagen, wir möchten möglichst geradlinig, ob es wirklich so gerade ist, wie hier abgebildet, sei mal dahingestellt, aber wir möchten eben möglichst geradlinig zum Ziel kommen und beschreiben, um letztendlich, wie wir dorthin gelangen, um letztendlich die Risiken auch zu minimieren. Ja, vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu wissen für Sie alle, die Motivation für die Roadmaps. Warum wurden oder werden die immer wieder, sage ich mal, initiiert? Was ich bisher beschrieben habe, bezieht sich eher auf die technologische Seite. Aber es gibt noch weitere Punkte, die wichtig sind zu nennen. Und die möchte ich Ihnen jetzt auf den folgenden Folien zeigen. Also ganz prinzipiell, die Normungsroadmap unterstützt bei der Umsetzung technologischer Visionen. Das, denke ich, ist selbsterklärend. Es ist aber auch wichtig, im Sinne des Standortes Deutschland eben so ein Stück weit die nationale Standortbestimmung durchzuführen. Wir wissen, dass Normung international läuft. Und wenn wir in diese neuen Themen Industrie 4.0, Smart Grid hineingehen, dann ist es ganz, ganz wichtig eben zu schauen, wo steht die deutsche Industrie, wo steht der deutsche Standort, um schnell und gezielt reagieren zu können und nicht von internationaler Seite links und rechts überholt zu werden. In einer Roadmap gibt es in der Regel eine Vielzahl an existierender Normen, die dort genannt werden, die auch eine Basis sind, logischerweise, oder Basis sein sollten für die komplexen Systeme der Zukunft. Man schaut sich dort an, wie muss man die erweitern, muss man vielleicht Lücken schließen, muss man eben ganz neue Normen schaffen. All das ist Motivation dafür, eben sich eine Normungsroadmap vorzunehmen. Grundlage für eine organisatorische inhaltliche Weiterentwicklung des jeweiligen Technologiethemas. Das heißt, wir schaffen so eine Art Bibel, auf die wir immer referenzieren, wenn es darum geht, neue Themen anzustoßen bzw. neue Normungsaktivitäten in die Wege zu leiten. Wichtig ist auch, dass dieses Papier als Diskussionsmedium zwischen den Experten dient, zwischen den verschiedenen Branchen. Wenn wir uns vor Augen halten, dass letztendlich eine IT-Industrie plötzlich mit der Energieversorgung reden muss, eine Automobilindustrie mit der Energieversorgung reden muss, dann ist so ein Roadmap-Papier ein ideales Medium dafür, um hier so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner zu etablieren, der dann auch als Kristallisationspunkt dient, um die Dinge national wie international auch weiterzutreiben. Es hat sich auch bewährt, solche Roadmap sozusagen für Quereinsteiger als Papier zur Verfügung zu stellen, die quasi neu in die entsprechenden Gremien einsteigen, um diese Leute erstmal auf einen entsprechenden Wissensstand zu bringen, diese aufzuschlauen, um den thematischen Einstieg ganz einfach hier zu erleichtern. Die Roadmap erläutert auch die Notwendigkeit einer frühzeitigen Bearbeitung und der Bedeutung des Themas Normung und Standardisierung. Das heißt, wir sprechen heute von der sogenannten entwicklungsbegleitenden Normung. In früheren Zeiten war es ja sehr oft so, dass man Forschung und Entwicklung betrieben hat und die Normung dann nachgelagert war. Das bricht immer mehr auf, speziell bei diesen neuen Gebieten. Hier ist immer mehr der Trend zu sehen und das wird auch von unserer Seite so gepusht und unterstützt, dass man eben entwicklungsbegleitend von Anfang an das Thema Normung und Standardisierung mit einbringt, um hier auch letztendlich Aufwände zu minimieren
und entsprechenden Handlungsbedarf frühzeitig ableiten zu können. Dabei ist auch wichtig zu erkennen, dass unsere Normungsexperten natürlich auch so ein Engagement oder durch so Roadmaps letztendlich auch belegen können, wie wichtig ihre Arbeit in den entsprechenden Gremien bei DKE und DIN sind. Sie dienen also hervorragend auch dazu, organisationsintern eben eine Begründung für das Normungsengagement zu liefern. Ja, last but not least, Normungsroadmaps bündeln die Normungsaktivitäten bei den unterschiedlichen Institutionen, DKE und DIN, die ja von der Historie her beispielsweise getrennt waren in Richtung elektrotechnische Normung und Sonstiges. Aber Sie alle wissen, dass diese Grenzen immer mehr verschwimmen. Und umso wichtiger ist es dann auch in Roadmaps klar zu definieren, die Bereiche aufzuteilen und zu definieren, wer für was verantwortlich ist. Ja, noch mal ein paar Schlagwörter, was wir für unter den Normungsroadmaps gerne mit den Normungsroadmaps vermitteln möchten. Normungsroadmaps sind ein Instrument, das eben systematisch und gremienübergreifend die Bearbeitung komplexer Themen ermöglicht. Sie sind auch, das ist auch ganz wichtig, für kleine und mittlere Unternehmen und auch für Förderprojekte ein ideales Werkzeug, um die Ergebnisse, die dort erforscht, bearbeitet oder erarbeitet werden, direkt in ein normatives Umfeld zu pushen, letztendlich um sie dort auch zu verstetigen. Das wird auch immer mehr von der Politik auch angeregt, eben die Forschungs- und Projektergebnisse eben hier auf einer solchen Basis frühzeitig einzukippen, damit sie berücksichtigt werden können. Wir haben auch gelernt und verstanden, dass so eine Roadmap hier zu einem stark verbesserten Verständnis der bereits genannten unterschiedlichen Branchen führt, die sich beispielsweise im Bereich der Elektromobilität zusammensetzt aus Automobilindustrie, IT-Industrie, Energieindustrie und so weiter. Also das führt einfach dazu, dass die Leute an einem Tisch sitzen, zusammenarbeiten, an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und dabei ist der Weg, nämlich dieser Erarbeitungsprozess, auch ein Teil des Ziels, nämlich, wie schon gesagt, das gegenseitige Verständnis. Und das ist nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, sage ich mal, so disruptive Brüche in die Wege zu leiten, wie vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Gut. Wie sieht so eine Normungsroadmap im Prinzip aus? Wie ist sie inhaltlich gestaltet vom Aufbau? Es ist nicht in jeder Roadmap dogmatisch dieses Bild hier wiederzufinden, aber doch im Großen und Ganzen ist das der rote Faden, an dem sich so eine inhaltliche Struktur der Roadmaps entlanghangelt. Wir starten meistens mit einer Status Quo-Betrachtung. Hier fließen ein aktuelle Aktivitäten, Studien, Normung und Standardisierungsgremien. Der regulative Rahmen wird betrachtet. Was gibt die Politik vor? Was ist in den Ministerien zu diesem Thema geplant? Europaweit, deutschlandweit, auch global. Welche Normungs- und Standardisierungsgremien sind involviert? Es gibt in der Regel einen Stand der Normen, Bearbeitungsstand, die in dieses entsprechende Gremium hineinspielen. Es wird schon auf, soweit das möglich ist, auf Lücken hingewiesen in den Standards oder beziehungsweise auf das Fehlen ganzer Standards. Dazu werden Hilfsmodelle entwickelt, Architekturmodelle, die speziell abgestellt sind, um eben Normung und Standardisierungsbedarf abzuleiten. Beispiel sei hier das Smart Grid Architecture Model genannt, kurz SGAM, finden Sie auch in der Roadmap zu Smart Grid. Letzten Endes ist es auch wichtig, in einer Roadmap Ausblick und Empfehlungen zu geben. Empfehlungen für unterschiedliche Bereiche, nicht nur für die Normung, sondern auch für angrenzende Bereiche, beispielsweise eben Politik und Wirtschaft. In der nächsten Folie sehen Sie mal ein Beispiel, wie ein Ausschnitt aus der Smart Grid Roadmap, wie man so ein Mapping oder Gegenüberstellung laufender Aktivitäten aussehen kann. Das sieht relativ komplex aus. Auf der einen Seite Normen, auf der anderen Seite Studien, wissenschaftliche Arbeiten. Und man sieht anhand von diesem Ausschnitt schon, wie komplex dieses Thema wird und werden kann.
und sicherlich nicht so einfach von einer Person darstellbar ist. Am Beispiel der deutschen Roadmap Elektromobilität Version 3.0, das Titelblatt ist gerade hier zu sehen, möchte ich dann doch noch mal ein Stück weit tiefer in die Inhalte eingehen, die ich gerade so im Groben gezeigt habe. Sie sehen also hier Kapitel 2, Ausgangssituation für die deutsche Normungsroadmap Elektromobilität. Es gibt einen Abriss über die entsprechenden Gremien, eine Struktur von Normungs- und Standardisierungslandschaft wird dargestellt und es wird ein Stück weit der Scope abgesteckt, mit dem sich diese Roadmap befasst. Dann geht man schon relativ schnell in das Thema Kapitel 3, wo eben das nationale Vorgehen skizziert wird im Bereich Elektromobilität, die unterschiedlichen Normungsaktivitäten im Detail und in den verschiedenen Gremien aufgezeigt werden. Es wird gezeigt, welche Mandate auf europäischer Ebene, Normungsmandate, sich damit befassen. Und wie schon erwähnt, werden auch weitere relevante Informationsquellen hier zitiert. Und ganz wichtig, in all diesen Kapiteln gibt es immer Querverweise, die in Richtung Handlungsempfehlungen für die Zukunft die offenen Punkte adressieren. Kapitel 4 ist dann eher technisch gehalten. Es geht hier um das Thema Systemübersicht. Welche Handlungsfelder sind beim Thema Elektromobilität zu adressieren? Die Anbindung an das Smart Grid ist eine wichtige Sache. Elektrofahrzeuge an und für sich sind ein neuer Ansatz. Da geht es um Batterien, da geht es um den Ladevorgang, da geht es um die Ladeinfrastruktur, Brennstoffzellen sehen Sie hier als Thema und die unterschiedlichen Ladearten, Wechselstrom, Gleichstromladen und so weiter werden natürlich entsprechend behandelt. Im Kapitel 5 geht es dann nochmal kondensiert um das Thema Ausblick und hier nochmal ein Ausschnitt, wie dann solche Handlungsempfehlungen gehalten werden. Man sieht hier, das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Sofern Sie Interesse haben, können Sie gerne in die Roadmap mal reinschauen, wie die in voller Gänze aussehen. Sie sehen also hier beispielsweise zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit eine Handlungsempfehlung. Davor das entsprechende Kapitel 4.4.7.2, wo diese Handlungsempfehlung erarbeitet wurde. Es wird adressiert, wer zuständig ist, welcher Normenkreis oder welches Normungsgremium. Es kann auch sein, dass hier Politik adressiert ist, also BMWi oder BMWF. Und es wird empfohlen, hier auch ein Stück weit einmal die Zeitdauer, innerhalb derer das umgesetzt werden müsste. Es gibt ja den großen Plan, so und so viel, 1 Million Autos auf Elektroautos auf deutschen Straßen bis 2020. Das ist erklärtes Ziel. Und daran sagen wir, orientieren sich auch hier diese Empfehlungen, um das Ziel eben zu erreichen. Gut. Jetzt möchte ich Ihnen noch erklären und zeigen, wo Sie zu den Roadmaps der DKE bzw. den Normungsroadmaps, wie Sie dorthin gelangen, wie Sie die beziehen können. Erster Anlaufpunkt ist die Seite der DKE, www.dke.de. Sie sehen hier rot markiert einen Button, der bezeichnet ist mit alle Roadmaps. Wenn Sie dort klicken, gelangen Sie auf die folgende Seite. Moment, ich glaube, es gibt eine Frage. Ich habe hier eine Meldung, dass jemand nichts mehr hört. Hören die anderen den Herrn Hahner noch? Können Sie da mal kurz die Meldung geben, ob die anderen dem aufkommen? Gut, okay. Wie gesagt, dann gelangen Sie auf diese Seite hier, die dort mit verlinkt ist. Hier sehen Sie dargestellt alle derzeit verfügbaren Roadmaps. Welche das im Detail sind, werde ich Ihnen Status heute kurz erklären.
Zuallererst die deutsche Roadmap Smart Cities, die gibt es in einer Version 1.0 und einem Update 1.1, was relativ neu ist. Ansprechpartner ist hier mein Kollege, der Carsten Hunger, erreichbar unter der genannten E-Mail-Adresse. Diese Roadmap ist verfügbar sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Smart Cities, die intelligente Stadt, ist ein relativ neues Thema. Ist, denke ich, ein sehr, sehr großes System, was dort beschrieben ist. Man spricht von einem System von Systemen. Die Roadmap wurde gemeinsam mit DIN und DKE erarbeitet. Die Experten, die rekrutierten sich aus Industrie, aus Verbänden, aus Städtevertretern, Hochschulen, Ministerien und so weiter. Teilweise auch komplett unerfahren, was Normungsarbeit angeht. Aber das ist ja kein Widerspruch, sich an solchen Arbeiten zu beteiligen. Das erste Thema, Smart Cities ist das erste Thema, was wirklich gemeinsam von Anfang an von DIN und DKE gemeinsam bearbeitet wurde. Und es gab und gibt immer noch sehr, sehr lange Diskussionen, was eigentlich hier in diesem Bereich beim Thema Normung sozusagen schwerpunktmäßig bearbeitet werden soll. Legt man den Schwerpunkt mehr auf Management, Leistung, Dienstleistung oder Technologie? Das alles ist noch sehr, sehr stark im Fluss. Umso wichtiger ist es, dass man hier ein erstes Orientierungspapier hat, um aufzuzeigen, wo die Entwicklung auch international, muss man dazu sagen, eben hingehen könnte. Veröffentlicht wurde diese Roadmap natürlich bei uns im Netz, kostenfrei natürlich. Zum Download können Sie sich alle unter den entsprechenden Links hier runterladen. Die Roadmap wurde aber auch im Rahmen von Messen, beispielsweise der Metropolitan Solution, veröffentlicht und dient weiterhin auch als Input für diverse Arbeitskreise und Gremien. Die nächsten beiden Roadmaps, einmal die deutsche Roadmap zum Thema mobile Diagnostiksysteme, wurde federführend von meinen Kollegen Dr. Thorsten Prinz und Frau Janina Laurida Dürsch bearbeitet. Wie der Name schon sagt und das Bild auf der Titelseite, es geht hier um alles, was mit Diagnosesysteme zu tun hat und mobil im Einsatz ist. Und hier findet auch ein rasanter Technologiewandel statt. Umso wichtiger hier auch das Thema frühzeitig Normen und Standards zu beschreiben, um Sicherheit für die beteiligten Marktteilnehmer zu erreichen. Beim Thema IT-Security gibt es die deutsche Normungsroadmap in der Version 2.0. Ansprechpartner bin unter anderem ich. Das ist auch ein Gemeinschaftswerk zwischen DKE und DIN. Die IT-Security als großes Querschnittsthema wird hier behandelt über verschiedene Bereiche hinweg und es werden Ansätze gesucht und beschrieben, die über alle Bereiche einheitlich aufzuzeigen sind, einheitlich angegangen werden können. Und das ist ein Thema, was sehr stark im Fluss ist und derzeitiger Stand ist, dass man fast jährlich hier ein Update plant. Und das ist die Version 2.0 übrigens, kam Ende 2014 in die Veröffentlichung, sodass es, denke ich, mit der nächsten Version sicherlich noch einige Zeit dauern wird. Die deutsche Roadmap Elektromobilität hatte ich Ihnen schon kurz gezeigt. Aufgrund der wichtigen und hochrangigen Bedeutung gibt es dieses Werk nicht nur in Englisch, sondern auch in englischer Übersetzung, auch in chinesischer Übersetzung. Ansprechpartner ist hier Dr. Jens Geiko von der DKE. Die Version 1 dieser Roadmap wurde 2010 gestartet. Die Version 3.0, die wir hier sehen, wurde im Dezember 2014 veröffentlicht. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass diese Roadmap von der sogenannten Nationalen Plattform Elektromobilität, NPE, initiiert wurde und beauftragt wurde. Und eben zusammen mit Automobilherstellern, Verbänden und Interessensvertretern im Konsens erarbeitet wurde. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass dieser Teil der nationalen Plattform, die sogenannte AG4, als sehr produktiv innerhalb dieser nationalen Plattform angesehen wird. Nach meiner Information wurde diese Normungsroadmap auch der Bundeskanzlerin persönlich überreicht. Und trägt natürlich dazu bei, das Thema, die Bedeutung des Themas Normung und Standardisierung auch in der Politik immer wieder zu verdeutlichen.
Es gab bei diesem Exemplar fast 600 Druckexemplare, die mehr oder weniger schnell vergriffen sind und schnell vergriffen waren. Aber natürlich ist der Download auch die modernere oder die einfachere Möglichkeit, wobei wir hier keine Zahlen haben, wie oft jemand diese Roadmaps entsprechend downloadet. Es gibt als Erweiterung zu der Roadmap noch den sogenannten technischen Leitfaden Ladeinfrastruktur, ebenfalls kostenfrei erhältlich. Wie der Name schon sagt, ein Stück weit näher an der technischen Realisierung dran. Ansprechpartner ist ja ebenfalls der Dr. Geiko. Können Sie sich gerne auch auf derselben Seite downloaden. Die nächsten beiden Werke, einmal die deutsche Normungsroadmap AAL von meiner Kollegin Frau Janina Laurila Dürsch, befasst sich mit technischen Systemen, die es ermöglichen sollen, möglichst lange im Alter und bei Krankheit in der gewohnten, im gewohnten Ambiente eben zu Hause zu wohnen, ohne in irgendwelche Pflegeheime oder sonstige Institutionen zu müssen. Das ist ein rasant wachsender Markt, auch eng verknüpft mit dem Thema mobile Diagnostik, was wir vorhin schon gesehen haben. Hier gibt es derzeit eine Version 2. Und natürlich ist dieses Thema auch ganz stark mit dem Thema Smart Home and Building verbunden. Sehen wir hier am unteren Rand, hier ist die Ansprechpartnerin Frau Henriette Boos, die Roadmap Smart Home and Building wird im Rahmen eines Förderprojektes des BMWIs erarbeitet und bearbeitet. Die neue Version ist gerade am Entstehen. Und auch ein wichtiges Element, um den Smart-Home-Markt, der so ein bisschen am Schwächen ist, endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Denn das, was sicher eines der größten Hemmnisse ist, ist die Vielzahl der Standards, die Vielzahl der Normen, ohne eine Einheitlichkeit überhaupt zu erkennen. Als nächstes die deutsche Roadmap Industrie 4.0. Ansprechpartner sind hier Reinhold Pichler und Johannes Stein von der DKE. Die Roadmap Industrie 4.0 ist eine Zusammenfassung aller Themen, die sich im Bereich Industrie 4.0 momentan aufzeigen. Es stehen hier auch Handlungsempfehlungen in Bezug auf Normung und Standardisierung drin. Die Veröffentlichung der Version 2 findet demnächst, also im Oktober 2015, statt. Initiiert wurde diese Roadmap vom sogenannten DKE-Steuerkreis Industrie 4.0. Der besetzt ist aus Industrie, Wirtschaft, Hochschulen und Politik. Die Roadmap spiegelt neben dem aktuellen Stand der Normungsaktivitäten sie stellt einen Leitfaden zur Verfügung, welche Themen zukünftig zu vertiefen sind, welche neuen Themen jetzt auftauchen im Bereich von Industrie 4.0. Und ist noch in der Version 1 nicht ganz so statisch, wie man sich das vielleicht wünscht, hängt aber auch mit der Dynamik des Themas zusammen, sodass also hier eine doch eher kurzfristige Aktualisierung stattfindet. Die Roadmap findet weltweit Beachtung, sowohl in China als auch in den USA. Es ist eine chinesische Übersetzung hier geplant. Das ursprüngliche Thema Industrie 4.0 ist ja ein deutsches Thema gewesen, die Begrifflichkeit. Allerdings findet das immer mehr Verbreitung jetzt auch weltweit. Und umso wichtiger ist, dass man von DKE-Seite eben hier dieses Thema auch mit entsprechendem Engagement pusht und treibt. Deutsche Roadmap Energie, E-Energy Smart Grids. Diese Roadmap ist eine der ersten Roadmaps und wurde zuletzt veröffentlicht im November 2012. Hieran sieht man, das ist eigentlich ein Thema, was im Gegensatz zu den anderen schon ein Stück weit mehr in die Umsetzung geraten ist, in das Thema Energiewende. Initiiert wurde diese Roadmap vom sogenannten Lenkungskreis bei der DKE, Lenkungskreis E-Energy Smart Grids, der sich auch aus Normungsvertretern, Forschungs- und Entwicklungsinstituten, Ministerien und wissenschaftlichen Fachgesellschaften zusammensetzte. Die Roadmap hat seinerzeit eine große Verbreitung auch gehabt und war in der Smart Grid Community gesetzt. Das Redaktionsteam bestand aus ca. 9 Mitgliedern und Beiträge bei der Version 2 stammten von mehr als 30 Autoren. Also auch daran sieht man mal eben die Vielzahl der Aktiven, die sich hier dran beteiligten. Und der Erstellungszeitraum war relativ schnell, nämlich innerhalb von 4 Monaten wurde dieses Dokument bereitgestellt.
Gut, zum Abschluss die beiden letzten Werke, die Sie auf dieser Seite finden können. Ein Stück weit ein Exot ist der sogenannte Weißbuch, or.net, sichere dynamische Vernetzung im Operationssaal und Klinik. Hier ist bewusst der Begriff Weißbuch angewendet worden, also ein Stück weit mehr in Richtung Status quo, weniger Vision, was man hier in dem Dokument findet. Aber das ist eigentlich sozusagen mal der erste Schritt, um zu einer Roadmap zu gelangen, sodass ich davon ausgehe, dass dieses Thema kontinuierlich weiterentwickelt werden wird. Ansprechpartner sind hier der Johannes Dehm. Und last but not least die gemeinsame Roadmap zum Thema Dienstleistungen. Ansprechpartner mein Kollege Paul Wacke. Auch hier geht es darum, wie der Name schon sagt, Dienstleistungen zu vereinheitlichen, normativ zu beschreiben, um letztendlich auch das Thema Qualität, Qualitätssicherung im Bereich der Dienstleistungen zu verankern und für den Verbraucher letztendlich besser greifbar und nutzbar zu haben. Gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein und freue mich jetzt gerne auf Ihre Fragen und Anregungen. Blick an die, meine Kollegin, haben wir was im Äther an Fragen, die aufgetaucht sind? Entschuldigung, gab ein kleines technisches Problem. Ich bedanke mich natürlich bei Herrn Hahner für seinen Vortrag. Wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie die jetzt stellen. Wir haben noch eine zurückgeschoben. Da wollte jemand wissen, wann die Roadmap Gleichstromanwendung rauskommt. Die Ansprechpartnerin hierfür ist die Frau Henriette Boos. Die erste Version von dieser Roadmap, die soll Ende des Jahres rauskommen. Und das Ganze wird von einer Gruppe von ca. 30 Personen geschrieben und bearbeitet. Wie gesagt, betreuen tut es Frau Henriette Boos und dabei sind unter anderem Siemens, Phoenix, Hager, aber auch Universitäten oder Energieversorger. Also wenn es in der Hinsicht noch Fragen gibt, dann können Sie sich an die Frau Boos wenden. Und wenn im Nachgang noch irgendwelche Fragen aufkommen, dann können Sie die natürlich gerne an den Herrn Hahner richten. Und sollten jetzt keine Fragen mehr auftauchen, dann bedanke ich mich nochmal beim Herrn Hahner für das aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen weiter verwenden. Wie erwähnt, würden wir uns freuen, wenn Sie an der Umfrage im Anschluss teilnehmen, um diese Webinare noch weiter verbessern zu können. Die Umfrage startet automatisch, wenn Sie das Webinar schließen bzw. wir das beenden. Und im Anschluss sollten alle registrierten Benutzer einen Link zur Aufzeichnung bekommen. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen Sie eine E-Mail schreiben an dki-webinare@vde.com, damit wir Ihnen da weiterhelfen können. Das nächste Webinar ist zum Thema Förderanträge, gleich im Anschluss in einer Dreiviertelstunde. 10.30 Uhr und auch dazu möchten wir Sie herzlich einladen. An dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.